Wir machen mal einen großen Sprung zeitlich ins Jahr 98, rot-grüner Regierungsantritt. Was ist mit der SPD passiert in der Regierung Schröder? Wir, rede ich jetzt von meinem Freundeskreis, wir hatten die große Hoffnung, dass mit Schröder 98 das gelingen könnte. Es war ja auch Schröder und Lafontaine, muss man sagen. Und das war wieder das, was ich immer beobachtet hatte, dass die SPD nur stark ist, wenn sie eine breite Formation darstellt. Willy Brandt hat es gesagt, wir brauchen ein kräftiges sowohl als auch. Er meinte halt, es müssen wirklich unter diesem großen Dach verschieden denkende Menschen Platz finden. Und das ist auch richtig so. Und Sie können den Wahlsieg 1998 der SPD auch wirklich daran festmachen, dass diese Breite nochmal möglich war. Eben mit Schröder als dem Staatsmann und konservativ eingefärbten Kandidaten und mit Oskar Lafontaine, damals noch in der Haushaltsdebatte Anfang September 1998 wirklich sichtbar, eher progressiver SPD-Vorsitzender. In dieser breiten Formation hat man die Wahl 1998 gewonnen, aber das Ende kam schnell. Es haben sich halt die Kräfte durchgesetzt, die meinten, eine Schröder-SPD alleine würde reichen, und deshalb hat man dem Lafontaine das Leben schwer gemacht. Und da bin ich ganz anderer Meinung als das, was öffentliche Meinung ist. Lafontaine hat nicht hingeschmissen, ist richtiger Quatsch, das zu behaupten, sondern dem wurde das Leben immer schwerer gemacht. Es wurde gegen seinen Willen im Kosovo militärisch interveniert, von deutscher Seite auch. Es wurde gegen ihn intrigiert wegen seiner Vorstöße zur Regulierung der internationalen Finanzmärkte. Und da sah er fast wie Brandt 1974, ich will jetzt nicht die beiden auf gleiches Niveau heben, aber fast wie Brandt 1974 sah er auch sich umstellt von verschiedenen Gruppierungen. Die britische Sun machte mobil gegen ihn, der gefährlichste Mann Europas, und alles kam zusammen und dann war er eben weg. Und seitdem ist die SPD wieder sehr einseitig ausgerichtet auf diesen konservativen Teil, und die Folge davon sehen wir heute. Sie hören NDR Info, der Talk heute mit Albrecht Müller. Herr Müller, heute könnten Sie längst Ihre Rente genießen. Sie sind 75, wohnen in einer wunderschönen Gegend in der Südpfalz, in Pleißweiler. Ringsherum sind Weinberge. Und trotzdem arbeiten Sie weiter als Publizist. Täglich kämpfen Sie für Ihre Sicht der Dinge, kämpfen Sie gegen die Manipulationen, wie Sie es nennen. Warum tun Sie sich das eigentlich an? Ja, das weiß ich manchmal auch nicht. Und meine Kinder und Enkel fragen das auch, wenn sie wenig von mir haben. Vielleicht ist das so eine Leidenschaft, die aus der Beobachtung geboren ist, dass die Meinungsbildung für die Qualität politischer Entscheidungen ganz wichtig ist. Und ich bin halt vernarrt darin, dass ich will, dass gute politische Entscheidungen getroffen werden, auch qualitativ gute, fachlich gute politische Entscheidungen getroffen werden. Und ich habe aber nun beobachtet, dass diese Möglichkeit immer wieder torpediert wird, immer wieder zerstört wird, dadurch, dass Menschen mit viel Geld und viel publizistischer Macht wissen, dass sie ihre Interessen gegen das Volk, gegen die Mehrheit durchsetzen können, wenn sie die Herrschaft über das Denken dieser Menschen gewinnen können. Manchmal reicht schon die Herrschaft über das Denken der Multiplikatoren in den Medien und in der Politik. Das Volk ist dann manchmal ganz egal. Aber oft wird auch versucht, das Volk zu gewinnen. Und wenn man das mal verstanden hat, dass große Interessen versuchen, durch Beeinflussung der Meinung und heute durch eine ganze Kette von Public Relations Organisationen und durch Einfluss auf die Sender und durch Einfluss auf die Zeitungen versuchen, politische Entscheidungen in ihrem Sinne zu erreichen. Wenn man das mal erkannt hat, dann lässt einem das nicht mehr los. Und deshalb habe ich vor 10 Jahren, nee, vor 12 Jahren die Idee gehabt, zusammen mit Klaus Steeg übrigens geboren, dass wir etwas tun müssen gegen diesen Einfluss der neoliberalen Bewegung. Damals war gerade die Initiative Neue Soziale Marktwirtschaft gegründet worden im Oktober 2000. Und da kam mir die Idee, dass man auch das Internet nutzen müsste, um eine Gegenstimme aufzubauen, um Gegenöffentlichkeit aufzubauen. Übrigens der große Brückenschlag zu 1972, da war ja auch das Wichtige, die Gegenöffentlichkeit gegen die Konservativen aufzubauen. Also habe ich mir gesagt,
versuchen wir doch so etwas wie eine Internetseite in Bewegung zu setzen. Und ich habe dann bin zum DGB und zur IG Metall und zum BUND und habe mit den allen geredet, weil ich mir nicht vorstellen konnte, dass man sowas privat machen kann, so eine kritische Internetseite. Aber die haben immer Ja gesagt und dann in den Gremien haben sie immer Nein gesagt. Das ist auch interessant. Also war ich alleine und dann habe ich Gott sei Dank einen alten Freund getroffen, einen früheren Mitarbeiter, und habe den gefragt, den Dr. Wolfgang Lieb, ob er denn nicht Lust hätte mitzumachen. Und dann haben wir beide gemeinsam die Sache angefangen und am 30. November 2003, also genau vor 10 Jahren, ist dann der erste Artikel über die Initiative Neue Soziale Marktwirtschaft in der Internetseite www.nachdenkseiten.de erschienen. Und seitdem floriert das nicht. Es ist kein kommerzielles Projekt. Wir arbeiten alle umsonst, mit Ausnahme eines Redakteurs und des Webmasters. Aber wir Alten, Wolfgang Lieb und ich, arbeiten für Umme, zahlen auch die meisten Sachkosten selbst, also Computer, Drucker und dergleichen mehr. Uns kommt es darauf an, dass wir Menschen Informationen bieten. Und inzwischen leben wir von den anerkennenden Mails, die wir kriegen. Das ist der Dank, den wir haben, der Gewinn, den wir haben, weil so viele Leute inzwischen merken, Mensch, ich bin, und es gibt viele Mails dieser Art, die sagen, bisher habe ich das geglaubt oder ich war unsicher und jetzt merke ich beim Lesen der Nachdenkseiten, dass ich mit meiner Unsicherheit doch nicht spinne, dass die Welt anders ist, als sie uns täglich dargestellt wird. Und ich könnte Ihnen viele Beispiele nennen. Nennen wir mal 2 Beispiele. Also, als diese NSA-Geschichte, die Überwachung durch die Amerikaner hier bekannt wurde, da hat die Bundesregierung abgewiegelt und so weiter. Und die Leute haben auch teilweise geglaubt, dass da nichts so Besonderes dran sei. Als aber dann das Handy von Frau Merkel als abgehört deklariert wurde, dann plötzlich war das in der Politik in Berlin ein Thema. Gucken Sie mal an, welche Manipulation dahinter steckt. Das ist doch nicht nur ein Thema, weil Frau Merkel betroffen ist, sondern weil wir alle betroffen sind, weil die deutsche Industrie möglicherweise ausspioniert wird. Das betrifft uns doch alle und nicht nur wegen des Handys von Frau Merkel. Da sehen Sie schon, wie hier an so einer kleinen, einer großen Sache, aber an kleinen Elementen manipuliert wird. Das andere ist die Sache mit dem angeblichen demografischen Problem. Wir werden immer weniger, wir werden immer älter. Der Generationenvertrag trägt nicht mehr. Jetzt brauchen wir Privatvorsorge. Eine Kampagne, die aus Interesse der Lebensversicherer und der Banken in die Welt gesetzt worden ist und wo Medien massenweise, auch öffentlich-rechtliche, dahinterhergelaufen sind und haben das mit befördert, damit die Privatvorsorge gemacht wird und so weiter. Gott sei Dank hat ja der NDR auch ordentlich mitgeholfen, da ein bisschen aufzuklären. Und letzthin las ich vor 2 Monaten oder was in der Zeit einen tollen Artikel, wo jemand schrieb, das ist alles Firlefanz gewesen, alles Betrug an den Leuten. Wenn wir beachten, welche Produktivität unsere Volkswirtschaft hat, dann wissen wir ganz genau, dass auch in Zukunft die Renten, und zwar bessere Renten als heute, bezahlt werden könnten und dass das nicht an der jungen Generation runtergeht, dass sogar die auch darauf angewiesen sind, dass die nächste wieder für sie mit dazu beiträgt, dass die Altersvorsorge stimmt. Das alles konnte man wissen und dennoch ist diese Totalkampagne in Deutschland abgelaufen. Und ich muss leider den Schluss daraus ziehen, dass die totale Manipulation von Menschen möglich ist. Oder mit George Orwell, wenn Sie immer und immer und immer das Gleiche sagen, dann wird die Lüge zur Wahrheit und geht in die Geschichte ein. Das erlebe ich nun und deshalb habe ich die Nachdenkseiten mit angeschoben. Und ich habe es bei Willy Brandt erlebt und lebe es heute. Und das ist eigentlich auch ganz logisch, dass ich jetzt ein Buch über Willy Brandt schreibe, wo ich diese Lügen eben auch offenbare. Das ist eine Kontinuität und ist auch der Grund, warum ich weitermache. Wie lange noch, weiß ich nicht. Sie pflegen an solchen Gesprächen auch gefragt zu werden, warum Sie eigentlich noch in der SPD sind. Das frage ich Sie gar nicht. Ich frage allerdings, was glauben Sie denn, warum Ihre Partei so wenig Notiz nimmt von dem, was Sie ihr vorschlagen? Ja gut, weil andere Leute da inzwischen das Sagen haben. Das wäre ja auch 1969 und 72 schon so gewesen, wenn es da nicht ein paar gegeben hätte, die ein offenes Ohr auch für andere Vorschläge hatten. Das Elend der SPD ist der Verlust an Vielfalt und der Verlust, auch der Verlust
an Kritikbereitschaft an der Gesellschaft. Also im Grunde wollen die, die jetzt da dran sind, eigentlich gar nicht mehr die Verhältnisse verändern. Die wollen nicht, dass die Welt verbessern. Ich weiß, Weltverbesserer ist ein Schimpfwort. Aber um Gottes Willen, warum gehe ich in die Politik, wenn ich nicht die Welt verbessern will, nur um Karriere zu machen? Das kann ich auch anderswo.